Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute sehen Sie das Freundschaftsspiel der U7 Junioren zwischen der JFG Wendelstein und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Erwartungsgemäß kamen die Gäste aus Fürth sofort mit Druck auf das Heimtor der JFG Wendelstein. Der erste Eckball allerdings konnte noch durch einen letzten Einsatz abgewehrt werden. Weiterhin Druck von den Gästen. Ein Gästespieler kann sich schließlich durchsetzen und erzielt das 1:0 für die Gäste aus Fürth. Und die Gäste ließen nicht nach. Weiterhin Druck auf das Heimtor. Doch oft genug war die rettende Stelle der Wendelsteiner Keeper, der auch diesen Angriff vereitelte. Aber auch Wendelstein hatte ihre Chancen. Hier der Klassepass in den Lauf für Marcel Romanek. Er zögert kurz und vergibt leider diese Riesenchance zum Ausgleich. Aber es sollte nicht die letzte Gelegenheit für die Heimmannschaft gewesen sein. Der Greuther Keeper findet keine Anspielstation, der Abschluss etwas unglücklich. Marcel Romanek ist da, schnappt sich die Kugel und diesmal bleibt er eiskalt. Die Gäste zeigten sich nicht geschockt von diesem Ausgleichstreffer. Weiterhin Druck auf den Kasten der JFG Wendelstein. Wieder letzter Einsatz des Keepers, doch der Gästestürmer Daniel staubt ab zum 2:1 für die Gäste aus Fürth. In der zweiten Halbzeit dann nochmal eine Riesenchance für Marcel Romanek. Sein Abschluss landet am Pfosten und der Verteidiger der Spielvereinigung kann die Situation klären. Jetzt hatten die Gäste Chancen im Minutentakt. Ein Fehlpass im Mittelfeld. Der schnelle Pass in die Spitze zum Stürmer. Er passt rüber zu seinem Sturmkollegen. Aber der Keeper der JFG ist zur Stelle und bereinigt diese Situation. Die Gäste waren an diesem Tag einfach stärker als die Heimmannschaft, die sich wacker wehrte. Zum Schluss musste man dann doch die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Hier inzwischen das 5:1 für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die JFG Wendelstein bedankt sich bei den Gästen der Spielvereinigung für dieses Freundschaftsspiel. Zum Schluss der Partie noch ein Interview mit den beiden Torjägern der beiden Mannschaften, Marcel und Daniel. Jungs, erstmal eure Namen, wie heißt du? Du bist der Marcel und du bist der Daniel. Ihr habt ja beide, du hast glaube ich vier Tore geschossen, der Marcel hat ein Tor geschossen. Ne? Und wie fühlt man sich so? So, Nikolaus, ja? Macht der Fußball richtig Spaß, oder? Ja, und wie schaut es aus? Warte mal, Profis, ihr zwei? Nikolaus, ja? Habt ihr schon vor, oder? Also, da wünsche ich euch noch viel Glück dabei, ja? Okay, dann ist das noch beim Fußball. Danke, Daniel. Ciao. Geh nicht in die Luft.